Heute machen wir mit Ihnen eine Sauerkirschen in Teig. Wir werden die Kirschen in kaltes Wasser einlegen und dann vorbereiten. Die Kerne entfernen und den Teig auch vorbereiten. Glatt Mehl mit Wasser einmischen und 40 Gramm Butter dazu geben. Entwickeln lassen ca. 10 Minuten und dann kann man schon drehen, einfach mit Glas oder mit Becher, wie Sie möchten. Wir geben Sauerkirschen rein in den Teig und bitte ganz fest zumachen, weil bei Kochen es kann sein, es wird also aufgehen und dann wird nicht so lustig. Das Wasser schaut dann nicht so lustig aus dann. Die Oma-Rezepte sagen auch den Zucker dazu und dann schmeckt ein bisschen besser, ja. Aber das ist wirklich Ihr Wunsch. Kochen bitte ganz kurz, 5 Minuten, und kann man schon zum Tisch. Verkostung. Meine Kinder essen das ein bisschen falsch. Am besten bitte nicht schneiden, wirklich mit zwei Händen nehmen, oben beißen, so dass der Saft drinnen bleibt. Ja. Bei einem falschen Beiß kann passieren, dass der ganze Saft unten auch rausfliegt. Viel Spaß bei Zuschauern.